Moin Moin und willkommen zurück hier. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut Ah, das werden. ist aber nett, Sie dass du mir das können mit sagst. Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Und mein herzliches Willkommen hier zur nächsten Folge Mass Effect. Via Schnellreise bin ich von der Anlage hierhin und werde mal jetzt in diese Richtung flattern. Und ja, gucken wir mal, was hier passiert. Schauen wir mal. Nee, war verkehrt. Da wollte ich gar nicht hin, sondern irgendwie in diese Richtung. Lohnt sich hier eigentlich irgendwie ein Bergbau? Ein bisschen. Oh, hier. Hier geht's ab. So, das hat sich doch eben gelohnt. Was ist da hinten Wow, los? die Relikte haben das Gebiet übernommen. Das sollten wir uns ansehen. Ah. Da halte ich doch erstmal kurz die Flinte rein. Wie geht denn hier ein Kopfschuss? Na komm, da laufen wir hin. Vielleicht doch keine gute Idee, so blind mal reinzuhüpfen. So, den haben wir schön weggekickt. So, gibt's hier noch was Schönes? Käferalarm, nee, das sind auch Relikte. Mal sehen, wie ihr hier. Jetzt lernst du mich richtig kennen. Oh, jetzt lernst du mich richtig kennen. Ja, ansonsten war's das. Hier gibt's nichts. Schade aber auch. Wurzel. Die ganze Nummer haben wir gemacht hier für eine Wurzel. Oder? Ja. Okay. Kann ich wieder abhauen. Bitte nicht runterfallen. Schnell rein ins Batmobil und in diese Richtung. Eos fühlt sich schon mehr wie ein Zuhause an. Aber es ist trotzdem immer noch hauptsächlich harte Arbeit. Oh, was ist da? Da sind welche. Direkt auf unserem Weg. Erstmal starte ich hier noch eine Sonde. Um Bergbau zu betreiben. Mal sehen, guck mal, den können wir anschneiden. Da muss ich ja nicht fragen, ob Freund oder Feind. Ich wusste nicht, dass jemand von der Nexus hier draußen sein würde. Sind wir auch nicht. Wir kommen von der souveränen Nation Advent ein paar hundert Klicks in dieser Richtung. Unsere Nation. Ohne Einmischung der Nexus. Wir sind nicht nach Andromeda gekommen, um Direktor Tans Regime zu unterstützen. Wir in Advent sind freie Bürger. Also ich komme in Frieden. Ich habe kein Problem mit Ihnen oder Advent.
Ich erfülle hier eine Mission. Ich habe kein Problem mit Pathfindern. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben. Unser Wasserspiegel ist kürzlich gesunken, als würden die unterirdischen Flüsse austrocknen. Wir sind dem Problem bis hierher nachgegangen. Es gab seismische Aktivitäten. Wir nutzen sie und einen Überwachungshammer, um die Flüsse anzuzapfen. Oh, Scheiße. Edwin braucht diesen Wasservorrat, um unabhängig zu bleiben. Wie wär's mit einem Deal? Unsere Suche hat ein Erdgasdepot in der Nähe entdeckt. Zapfen Sie es an, bauen wir das Gas ab und handeln mit Ihrem Außenposten. So profitieren alle. Ach, wisst ihr was? Das hört sich ganz gut an. Unser Außenposten kommt mit dem vorhandenen Wasser zurecht. Okay, einverstanden. Sehr gut. Ich sage Ihnen, wo Sie loslegen müssen und rufe unsere Minenarbeiter. Die Nation von Edwin dankt Ihnen. So, mal sehen, was er hier noch zu sagen hat. Was für ein Problem haben Sie mit der Nexus? Ich bin nicht 2 Millionen Lichtjahre gereist, um für jemand anderen Gräben auszuheben. Die Nexus will, dass Leute auf eine Erlaubnis warten, bevor sie ihr neues Leben anfangen können. Viele von uns warten nicht mehr. Sie gehören zu einer unabhängigen Nation. Wie ist das so? Edwin, es ist klein, aber es wächst. Und das ganz ohne die Unterstützung der Nexus. Unsere Hauptstadt Aurora liegt in einem hübschen Höhlensystem. Ohne diese Stürme ist es ziemlich gemütlich dort. Ich hoffe, dass Ihre Nation friedliche Absichten verfolgt. Hey, wir sind Kolonisten und Pioniere, keine dreckigen Räuber. Respektieren Sie unsere Grenzen, dann gibt es auch kein Problem. Ja, damit fängt der Ärger auch schon an. Haben Sie zu Hause Probleme mit Relikten? Relikte? Diese Roboterdinger? Wir sehen hin und wieder ein paar kleine. Wenn sie hier auch sind, vielleicht gibt es sie dann auf dem ganzen Planeten. Na denn, auf Wiedersehen. Ich gehe jetzt. Viel Glück da draußen. Uiuiui, so. Wollen wir mal gucken. Können wir noch irgendwas scannen? Das sieht nicht so aus. Okay, dann schnappen wir uns mal das nächste Gebiet. Nächsten Nachtpunkt. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So, von dem letzten weiß ich, dass die Fließbewegung hat sich verschoben. Aber wir können die unterirdischen Flüsse von hier aus anzapfen. Weiß ich das hier? Von Edwin. Ja, ist ja gut jetzt. Das Erdgasdepot ist bei der Schnacken aber auch viel. So, das wenn ich das Ding platziere, kommen hier Relikte. Aber wir können nicht beides machen. Von den Hämmern, noch von den Relikten. Noch von den Relikten. Was ist das? Pathfinder, der unterirdische Wasserstrom wurde verschoben, allerdings nicht ausreichend. Finde eine neue Hammerposition, Sam. Danach dürfte es erledigt sein. So, auf zur nächsten. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Hammerposition. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Hier gibt's nichts. So. Hier war ich doch schon mal eben.
So, Munition. Volle Pulle. Das sieht schon mal gut aus. Ach komm. Warte ich doch nicht lange. Erstmal einmal mit dem Hammer draufhauen. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Tolle Wurst. Jetzt habe ich hier so ein Relikt an der Backe. Ich mache mal hier erstmal eine Fliege, schnapp mir meine Flinte, weil ich weiß, wir müssen gleich die Beine angreifen. Ach nö, echt jetzt? Jetzt schon? Und wenn ich nur einfach so ein paar Relikte, nein, noch so richtig ein paar von den Fetten. So, und jetzt sind die Beine dran. Mann. Oh. Das war eben nicht so gut. Wie sieht's aus? Geht's dir gut? In die Beine ins Visier. Ich gebe mein Bestes. Ziehen Sie auf den Kopf. So, jetzt geht's los. Jetzt attackieren wir die Rübe. Raketenwerfer hätte ich gerne. Boah, der ist ja unglaublich, an welcher Stelle der mich trifft. Brauch ein bisschen Heilung. Das ist unsere Chance.
brauche immer noch ein bisschen Heilung. Liegt hier keiner rum? Auf mich abgesehen. Schade, dass man jetzt auch nicht drauf ballern kann. Wieder die Beine dran. Ich bin mal gespannt, wie lange das geht, ey. Wieder zugemacht, war ich nicht schnell genug. Er hat sich ein paar Freunde erschaffen. Ja, war mir schon klar. Wo sind die Mistviecher hier? Wieder hinter den Stein hier. Und nehmt ihr die Beine ins Visier. Genau deswegen stehe ich hier. Das war schon mal ganz gut. Sau haut ab. Was für ein... Bevor er ankommt. Was für ein Penner. So, bevor ich dem hinterher renne, muss ich mal gucken, ob hier irgendwo ein bisschen Heilung liegt. Nur wo? Hätte man vorher mal ausspähen müssen. Ja. Da ist meine Heilung. Das ist die Position, die der Edwin-Speer uns gegeben hat. Erdgas direkt unter unseren Füßen. Wollen wir das wirklich tun? Auf unserer ersten Welt? Wir könnten auch zu der anderen Position gehen und Wasser für Protromos abzapfen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung interessiert mich jetzt einen Scheißdreck. Ich habe erstmal den blöden Architekten an der Backe, der mir gerade den Gar ausmacht, beziehungsweise die anderen. Wo ist mein Nomad?
Deckung gehen. Da kommen noch mehr. Das ist mir jetzt erstmal scheißegal. Jetzt nicht auf die Beine, ich suche erstmal Deckung. Und hier, was zum Heil? Genau das ist es, was ich begehre gerade. Der spuckt da jetzt nicht schon wieder ein paar aus, ja? Ein paar Freunde erschaffen. Lohnt sich, die Überreste mitzunehmen? Auf die Beine, ja, weiß ich. Den Kopf! So, war das eben pfiffig oder? Ich weiß es nicht. Da kommen noch mehr! Och nö, ey, echt jetzt? Los, 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 los.
muss in Deckung. Hier war doch hier irgendwas im Heil. Das ist alle. Das Ding ist alle. Ey, wie soll man denn das machen? Halt, Munition. Ich bin leer geschossen. Ich muss mich aufladen. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Genauso wie das hier. Ja. So, ich gehe mal schon mal wieder in die Richtung der Beine. So, jetzt haut die Ratte schon wieder ab. Das kann doch wohl nicht sein. So, kann ich hier noch ein bisschen Heilung abgrasen? Hinterher! Haltet den Dieb, er hat mein Messer am Rücken. So, hier hinten hatte ich doch irgendwo. Ist egal. Ich bin voll bis oben hin. Mit Energie. So, da nimmt er Platz. Ich gebe mein Bestes, Kumpel. Lohnt sich nicht, die Beine ins Visier zu nehmen. Weil der hat die nicht offen. Doch, jetzt. Oder? Ich guck mal, ob ich mich irgendwie anders daran pirschen kann. Ich gebe alles, was ich habe. Oh.
Oh, hier ist noch ein bisschen Heilung. Guck mal. Schon wieder. Hiermit. Mal gucken, kommen wir hier irgendwie durch? Halt da drauf. Er ist geschwächt. Gut gemacht. So, geschwächt ist aber noch lange nicht tot. Stufenaufstieg! Beeilen Sie sich! Interfacing! Was? Interfacing? Schnell hin! Ich glaube, das ist die Nummer, die ich auf Volt verpasst habe. Gewaltigen Ausschlag auf dem Seismographen. Der Architekt? Ja, er ist den Hämmern gefolgt. So, was gibt's denn hier? Brandmunition, Techla-Auflademodul. Okay. Was? Fusionsmod der Biotikmeisterschaft 1? Oh. Was ist das? So, meine Fresse. Holla die Waldfee. Ah, gefundene Reliktdatenkerne 2 von 9. Käferalarm. So, ich bin erstmal fix und fertig. Das war's. Gute Arbeit. Gute Arbeit, sagt er. So, Reliktdatenkerne. 2 von 9. So, ich guck mal hier auf mein Kärtchen und guck mal, was ich jetzt noch machen kann. Ja, hier hinten noch ein bisschen alles abgrasen auf ERS, das werde ich mal machen, aber nicht mehr in der Runde. An der Stelle sage ich mal Dankeschön fürs Reinklicken. Ne, das Gemetzel ist doch, denke ich mal, ein Daumen hoch wert. Danke dafür und ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Olli.